Gurkenmorgen-Jungs und andere. Oh, du knetest. Oh, wie süß. Oh. Heute bringe ich harmonische Gruppen dazu, sich zu hassen. Also genießt die tödliche Gemeinschaft, Like, Abo und natürlich kommentieren, dass ihr eure Mutter liebt. Henry Gurke. Jungs, wir haben Primetime. Das letzte Little Company Video ging eigentlich super. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich einfach noch eins auf und diesmal tue ich eine erhöhte Troll-Stufe machen. Let's go! Ah, schönen guten Tag, bin der Neue. Grüß Gott. Lol, Jungs, was passiert eigentlich, wenn ich hier einfach rausgehe? Digga, nee, ich spiele jetzt nicht mit Kindern. Lazy OnlyFans. Moin. Hallo, mein Freund. Was geht für Moin. Uns? Also, wer von euch beiden war nochmal der mit dem OnlyFans? Ja, war das. Jo, gib mal. Sag mal Name, Digga. Ich abonniere direkt. Ich gebe dir die 5 Dollar täglich. Und er ist weg. Sorry, dass du ein bisschen warten musst. Ein Kollege drank mich auch noch. Ah, das ist überhaupt kein Stress. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Guck mal. Wisst ihr? Alter, Henry ist gestorben, Jungs. Es tut mir leid. Henry wird seinen gewissen Grad an Tourette ab sofort zurückhalten, ja? Und ich weiß, für euch kommt es wahrscheinlich nicht so groß vor, aber ich schwöre bei Gott, mir ist aufgefallen, ich habe in jedem zweiten Video ziemlich gut viel geflucht. Es ist etwas, was man eventuell ändern muss. Deswegen werde ich mich da ab sofort zurückhalten. Deswegen nicht wundern, wenn ich irgendwann so klinge, als würde ich gefühlt meine Wurst rausdrücken. Swiss German only. Will jemand meine Schoki lecken? Willst du meine Schoki lecker, David? Scheiße. Ja, bitte. Und dann setz dich mal schön hin. Steck dir meinen Schoki in dem auf. Digga, du machst ja wirklich sehr widerlich. Kann es Schweizerdeutsch bist du Schweizkopf. Ganz genau, wir sind alle nicht rassistisch, oder? Wir akzeptieren jede Sprache, die gesprochen wird. Ich wähle die AfD. Okay, das ist schön, aber niemand hat gefragt, Diggi. Ich habe gesagt, wir akzeptieren jede Sprache hier, oder? Das ist hier also... Nein. Doch. Berdi, was sprichst du denn? Ja, der spricht wie ein Asozialer. Ich glaube, der spricht gar nichts. Berdi, du musst aber nur Tee drücken, ja? Er ist weg. Scheiße. Ja, ich finde euch sympathisch. Du bist auch sympathisch, aber du bist deutsch. Rassist, Digga. Was glaubst du, in welchem Land du wohl die AfD willst, du Stück Scheiße, Digga? Ich meine, du lieber voller Mensch. Danke. Gerne. Ja, siehst du denn? Ich bin ziemlich jung, musst du wissen. Minderjährig. Das gefällt mir. Okay. Aber ich denke, du bist zu alt. Zu alt? Was macht David eigentlich die ganze Zeit so? Ist er ein NPC-Freund oder irgendwie? Ich esse. Was isst du denn? Mein Schwanz oder was? Ja. Worauf warten wir eigentlich auf den vierten? Ja, würde ich schon sagen, ja. Gibt jetzt nicht so viel Schweiz auf der Welt, ne? Sind alle ein bisschen abgeschreckt zum Runterscrollen. Deutschland auf der Welt gegeben. Nun, ist echt jede Möglichkeit, um wirklich einen Treffer zu zielen, oder? Ja, schwierig, tut mir leid. Weißt du, was auch schwierig ist? Was? Die Migrationspolitik in Deutschland. Der war gut. Danke. Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Angst vor Menschen, die AfD wählen. Deswegen halte ich hier gerade eben oben meinen Abstand. Kannst du ein bisschen schneller essen? Ich habe Bock, ein bisschen was zu gamen, weißt du? Wir warten auf einen vierten Mitspieler. Zu dritt mit einem whiten Obama geht das gar nicht gut. Ja, und du, für mich bist du der AfD-Wähler. AfD. Chill, das ist keine Fußballmannschaft. Wen wählt man denn so in der Schweiz, wenn ich mal fragen darf? Ueli Maurer. Ach, ihr wählt da Menschen? Schweizer! Schweizer! Bratwurst. Ich bin auch kein Schweizer, aber... Gut so! Danke. Nur Bonsen. Ich bin AfD-Wähler. Gib mir das Gold von meinem Opa wieder. War dein Opa im Krieg? Ah. Da treffen gerade zwei komplett unterschiedliche Arten der Menschen zusammen. Deine Mutter. Dein Vater. Oh. Let's go! Let's go, Boys! Ich bin ein Profi. Vergiss nicht, ihr könnt nicht schwimmen. Daddy hat's euch nie beigebracht. Mir auch nicht. Was hat eigentlich die ganze Zeit für eine Musik da hinten spielen? Reingehen. Ja, hör mal. Wen darf ich hier anfassen? Jungs, ich hab noch keine. Oh, Leute, gib mir meine Bottle. Oh, okay, nein, doch nicht. Arbeit macht frei. Das ist ein ganz weirder Junge mit sehr vielen Problemen. Muss ich mal ganz kurz anmerken. Was ist hier los? Minen! Traust du dich dran vorbei? Hier. Nein, Digga, bitte, du nimmst sie einfach in den Mund, okay? Das ist ein Schlüssel. Ist doch kein Problem, Jungs. Wo ist denn die Angst hier? Da ist überhaupt keine Angst. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mädchen. Ich hab einen Schlüssel, Jungs. Männer! Ja, los! Ich hab einen Schlüssel! Ja! Mann, ey, Mann! Ah, auch so, der David. Warum lachst du wie ein Anime-Villain? Oh, Lemmy! Magst du mal? Geh einmal drauf, einmal, komm! Nein, du machst das, komm! Du wolltest, Digga! Wenn du nicht drauf gehst, willst du nicht hier auf den. Oh mein Gott! Well, das war's wert. Okay, wir können das Ding klauen, aber dann müssen wir alle raus, ganz schnell. Let's go, Digga! Was macht er da? Ich hab keine Ahnung. Du Diesmal machen wir besser. Also entweder du kannst das lesen oder du hast eine Zwangsstörung, ja? Ich bin in einem chinesischen Arbeitslager aufgewachsen. Boom, boom. Ich kann nicht lesen. Das ist lustig, mein Cousin ist auch Chinese. Maschallah! Biene! Das sind keine Bienen, das ist fucking Zeus! Diese Bienen haben Blitze! Biene! Meanwhile Kratos, witness me, Zeus! Das ist mal richtig hart, Spülmittel schlucken. Let's go. Es ist mit Abstand eine der weirdesten Personen, die ich in meinem Leben erst gesehen habe. Spülmittel schlucken. Ein Geschenk. David? Jungs? Ah, hi. Moin, was hast denn du da in der Hand? Fußkissen. Oh, nice. David hat mir vorhin gesagt, er mag dich eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht wieso, aber der war ein bisschen komisch. Ist mir scheißegal. Ich hab ein Schild, ich hau ihm die Fresse ein. Ja, Digga, zeig's ihm. Ich weiß nicht, wer David ist. Ist mir scheißegal, wer David ist. Und Schlüssel! Meins! Ich werde David damit abstechen. Maschallah, ist das offen? Das ist schon offen.
Hallihallo, oh, schöne Wand. So, jetzt müssen wir den Weg hier wieder rausfinden. Da, da hinten am Ende des Ganges. Lass mich hier durch. Freiheit, ich seh dich. Wollen wir schon mal das in Sicherheit bringen, oder? Das auch nochmal mit. Okay. Ich geh wieder rein. Alles klar. Vergiss nicht, was ich dir über David gesagt habe, ja? Fetzack! Oh, das musstest du auch machen, David, oder? Mit deinen gottverdammten Extra-Kilos. Weißt du, was ich lustigerweise vorhin gehört habe? Was? Dieser Illuminati-Bratwurst. Ich weiß nicht wieso, aber der hat voll über dich abgerantet. Ohne jeglichen Grund, Digga, du sagst ja nicht mal was. Sehr schön. Ja, eben, das habe ich mir auch gedacht. Ich hab nie zusammen. Danke, Bruder Hammer-Eck, du bist King David. Und so, meine Damen und Herren, macht man einen Krieg zwischen zwei Ländern. Nenn mich einfach Obama. Was ist das? Ekelhaft. Oh, fuck. Von wer du bist geboren, zeig dich! Bei Odins Bart, das geht so nicht. Oh, sie haben David! Oh no! Er ist meins! Ich hab ihn! Ich werde mir dieser leichte böse Ding anstellen! Verpiss dich! Du bist geboren! Oh Mann! Nein, er ist auch noch da durch! Jungs, das kann nicht angehen! Ey! Hat er einfach gerade eben gefurzt? Er ist meine restliche Kröte! Ja, was macht er? Was? Nein! Oh, du Missgeburt! Ich war nicht meine Reichweite vor die Drecksviecher! Mensch, Illuminati, du hast uns die Beute versaut, Mensch. Wie fühlt man sich als Bratwurst? Massiv geil. Ich bin gehangen wie ein Pferd, Digga. Merk schon, du hast doch da unten einen hängen wie ein Pferd, ne? David ist bekannt, sowas zu schlucken. Hat doch schon meine. Ich stehe eigentlich eher auf Frauen, du, ne? Aber Loch ist Loch. Sir, so, du hängst mir auf, aber es ist wie auf YouTube, bitte hör dir auf. Es verstört mich. Ich bin übergewichtig im echten Leben. New creature sent to terminal? I don't like creature sent to terminal. Das sollte ich doch nicht nehmen, oder? Ey, Jungs, guck mal, was ich hab. Ja, das musst du zum Ende holen, Mann. Ah, nein, wir sind anders gebaut, Jungs. Wir schaffen es so. Nein, 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 ich geh da nie wieder rein, Digga, du kannst mich mal. Nee, nee, nee. Irgendwas ist gekrabbelt da drin. Ich hab's in meinem Nacken gefühlt. So, jetzt zu den richtigen Fragen und wichtigen Fragen. Was ist euer Lieblingsanime? Ich schau keinen Anime. Nani, an dir entdecke ich immer was Neues. Wäre auch schön, wenn es mal was Gutes wäre hier. Ich bin bereit. Wer ist noch bereit, Jungs? Wollen wir noch mal rein? Nur ein Teil. Yippie! Nani. Ich muss weiter kaufen, bitte. Voll Idiot. Nein, 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 irgendwas war da drin. Ihr wartet hier, ich gehe ihm rein, vielleicht kriege ich seinen Body, wenn nicht, dann ja. Warte, ich geh mit dir, komm. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir stark. Das ist ein Stormpark. Okay. Ich geh rüber zum Fight-Sit, lock den zu mir rüber und ihr versucht die Leiche zu kriegen. Alright, alright. Ja, hat's leider nicht geschafft. Was soll man machen? Ein tragisches Schicksal. Der war so jung, oh mein Gott. Er lebt noch? Nein, ich glaube, der stirbt langsam. Ich denke auch, ja. Na gut, dann fliegen wir mal los. Trauriges Leben. Oh Mensch, armes Schicksal. Was war nur gewesen? Let's go, flieg hoch. Nein, der andere ist jetzt auch noch gegangen. Ja, ich hätte Illuminati jetzt sowieso an sich zurückgelassen. Der ist ein bisschen gemein. Ich denke auch. Wenn du und David gerade nicht da sind, dann lässt er der voll, Digga. Ich schwör bei Gott, dann geht er plötzlich voll ab. Ich finde es schade. Ja, ich finde auch, der hat irgendwas gegen Schweizer, Digga. Ich schwör bei Gott. Ja, ist bestimmt so. Oha. Ist ja sonst kein Grund, Digga. Warum man gegen euch haten soll, ihr seid doch voll korrekt. Okay, dass ihr Deutsche seid ihr noch ganz okay. Danke. Ich wusste nicht, dass ich jetzt zum niederen Volk angehöre, aber ist okay. Illuminati denkt genauso über dich, also. Gute, das wirklich. Ja, Digga, das macht er wirklich. Das verletzt mein Gefühl. Gehen wir. Das gehen. Verdient zu sterben. Ja, das verdient. Ein schlimmer Finger. Die sterben. Du Hund, Illuminati, du Hund. Scheiß Deutsch. Bratwurst. Ja, denkst du wirklich so über Schweizer? Nee, auch schon. Warum hast du mich angelogen? Nein, Diggi, auf keinen Fall. Österreicher ist eine andere Sache. AKA Bergdeutschland. Die überzeugen die Welt, dass Mozart Österreicher ist und Hitler war Deutsch. Können wir mal anschrecken. Ich glaube, er stirbt gerade ein bisschen. Hä? Du hast gerade ruckelt. Ich ruckel gleich die Österreicher, Digga. Indem ich an deren Popöchenloch spiele. Oh ja. Das leisten heißt, vielleicht eine Schaufel und zwei. Ja, ich habe meine Schaufel. Jo, wir sollen nochmal vier Stück von. Dieses Spiel confused mich auf ein anderes Level. Oh nein, er war so jung. So jung. Ich habe genug von dem Schabernack hier. Also gleich werde ich fuchsig, David. Cool. Habt ihr mich wirklich verkauft? Ja. Yeah. Für einen Fünfer habe ich dich verkauft, ja. Ich bin nicht schwarz, was soll das? Ich bin weiß. Ich bin dafür, wie schon Friede Slaves, you know? It can't be that we are paying for them in the first place, ja? Ganz genau, ganz genau. Let's go. Yippie. Ich hau diesen ganzen Monstern in die Fresse. Mashallah. Dicke Eier hängen links von der Seite, nicht rechts, links. Danke für die Information. Sie kann fangen an, komisch zu jucken. Check, check, over and out. So verstanden. Benutze Voltaren Schmerzgel auf Eier, over. Wie viel kostet bei euch so ein Döner? Ich glaube 8 Euro, Digga, und das geht gar nicht. Also das Thema bitte nicht immer aufbringen, jetzt ist verletzend, okay? Aua! Sorry, ist ein verletzendes Thema, okay? Ich werde schnell emotional. Das weißt du, würdest weinen. Wie viel kostet dein Döner? 12, 13. Ah! Aua! Scheiß Deutscher. Oh, lol. Sorry, David. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Er hat mich scheiß Deutscher genannt. Da geht mein Beast Mode. David! Ich liebe Deutsche. David! Das ist zu viel deutsche Liebe! Du musst den Mittelweg finden, David! 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 Keine trainierten Eier! Oh, wir haben es leider nicht geschafft. Trauriges Schicksal. Hallo? Chat-Check? Jo? Schlimm ist es passiert, sie sind beide gestorben. Das sehe ich, keiner von den beiden bewegt sich. Kannst du herkommen, Digga? Hier ist so viel Loot, ich krieg den nicht weg. Können wir versuchen, den Kapitän
Kapitalist und ich liebe Geld. Oh, was für ein Zufall. Ja, moin. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Hallo. Es ist nicht das. Hey! Es ist nicht das, wonach es aussieht. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Was hab ich getan? Tja, ihr wart cool, man sieht sich. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich wäre raus für heute. Ich küsse euer Herz und danke fürs Einschalten. Und nicht vergessen, ein Abo oder ein Like dazulassen. Man sieht sich. Adios. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Tüte.